Dann erreicht das Finale ohne Hilfe. Und nun kommt der Publikumsliebling. Das ist Laurent Dubelle. Egal, ob der nun 12. wird oder wie diesmal 7. Sein bestes WM-Resultat übrigens in seiner Karriere. Er muss beim Schalauf in der Meister dabei sein, denn er ist auch ein Meister. In seiner Art, den Eiskunstlauf zu zelebrieren, nicht nur hier beim Show-Programm mit einer Persiflage auf den Schwanensee von Tschaikowski, sondern auch während des Wettkampfes ist er mutig genug, einfach Clownerien zu bringen auf sportlich hohem Niveau. Wäre das nicht, dann würde der ganze Spaß nur die halbe Miete werden. So wertvoll wie heute, Laurent Dubelle, wo alles so ernst, so seriös geworden ist, wo man fightet um Zehntelpunkte, um die Gunst der Preisrichter. Da erlaubt sich Laurent Dubelle die Freiheit, ganz einfach ein etwas anderes Programm aufzulegen. Und ich meine, wir sagten es, Hendrik, auch während der Übertragung, der wird seinen Weg machen, wenn er aufhört bei den sogenannten Amateuren. Den nimmt jede Eisshow mit Kusshand. Und das ist natürlich das richtige Podium, die richtige Bühne, wo er seinen Namen bekannt machen kann in der ganzen Welt. Und das nutzt er natürlich sehr gerne aus. Und dass man eben nicht nur als Clown abstempeln darf, das zeigt ja dieses Programm. Denn ganz locker aus dem Ärmel geschüttet mal ein dreifacher Lutz und ein dreifacher Flip zwischen den ganzen Späßen und Faxen, die er hier aufs Eis brachte. Ja, und ich wiederhole mich gerne noch einmal. Er wurde 7. bei dieser Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft. Also nur mit Spaß allein kommt man so weit natürlich nicht. Er hat sich stark verbessert technisch bei den Sprüngen. Viel konstanter geworden in seiner Leistung. Der letzte Teil deines Kurprogramms. Das offizielle Programm, liebe Zuschauer, ist das jetzt. Keine extra für diese Schauveranstaltung ausgearbeitete Struktur, sondern das läuft da normalerweise. Dies gehört dazu, an den Preisrichtern vorbei, duckt er sich an der Bande und schaut dann kurz mal hoch.
Laurent Tobel aus Frankreich. Mehr als nur ein Farbtupfer im Eiskunstlauf geschehen. Auch sportlich eine große Nummer.